Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge an diesem Freitag, den 19. Februar. Ich wünsche euch schon mal, bevor ich es nachher noch vergesse, ein schönes Wochenende. Es geht um eine iOS-App, auf die ich in einer der letzten Bits und so Folgen gestoßen bin, die im Prinzip ein Problem löst, auf was ich manchmal stoße, nämlich ab und zu möchte ich mir die EXIF-Daten von Bildern auf meinem iPhone anzeigen lassen. Das habe ich in letzter Zeit immer so gemacht, es gibt diese alternative Galerie-App, Hash-Raute-Foto, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und die kann eben die EXIF-Daten anzeigen. Aber extra noch eine Galerie-App öffnen, wenn man doch schon eine Fotos-App hat auf dem iPhone, auf dem iPad, das möchte man nicht unbedingt. Und da springt eben ViewEXIF in die Bresche. Universal App, 99 Cent teuer, definitiv wert der Spaß. Sprache Englisch, Versionsnummer 1.2.0 liegt vor und Größe 23,9 Megabyte. ViewEXIF ist keine eigentliche App, sondern eine iOS Extension, die folgendes macht. Ihr kauft die App, bei 68 Bewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 5 Sternen. So. Wenn ihr die App gekauft habt, dann aktiviert ihr sie im Extension-Menü. Das ist, ihr wisst, dieses Symbol, was auch das Sharing-Menü öffnet. Und darunter sind dann die Extensions. Und dann swipet ihr ganz nach links und klickt auf More oder auf Mehr und macht halt den Haken bei ViewEXIF. Und wenn ihr nun zum Beispiel in der Camera Roll App seid oder aber auch in Google Drive, File Explorer, Dropbox oder ähnlichem, dann öffnet ihr das Foto, was ihr haben wollt, geht dann ins Sharing-Menü, öffnet per Tab auf ViewEXIF die ViewEXIF Extension und diese Extension zeigt euch dann eben alle möglichen EXIF-Daten an. Das ist irgendwie das Datum, wo das Foto aufgenommen wurde, ISO, Belichtungszeit, Blende, die Größe, die Dateigröße, der Dateiname, der Ort, wo es aufgenommen wird, ob der Blitz eingesetzt wurde oder nicht, DPI, welche Kamera benutzt würde, welches Kameramodell und so weiter und so fort. Das funktioniert sehr gut. Ihr habt aus der Extension nochmal Zugriff wieder auf das Sharing-Menü, könnt das Bild also gleich, müsst nicht erst auf Done gehen, sondern könnt das Bild gleich aus der Extension entweder mit allen Metadaten oder ohne alle Metadaten nochmal weiter teilen. Vielleicht möchte man ja irgendwie, keine Ahnung, Bild von zu Hause nicht mit den Ortsmetadaten bei Twitter teilen oder irgendwie sowas. Das funktioniert sehr gut und wie ich sagte, 99 Cent ist es definitiv wert. Über das App-Icon kann man sich streiten, ob das schön ist, aber da die App eigentlich nichts macht, ist es halt ja wie gesagt nur die Extension, verschwindet das Icon in irgendeinem Ordner auf den hintersten Plätzen und gut ist es. Von mir klare Download-Empfehlung für ViewEXIF, wenn man diesen Anwendungsfall hat, dass man sich ab und zu mal die EXIF-Daten von seinen Fotos anzeigen lassen will. Das mache ich ab und zu und deswegen ist es mir die 99 Cent auf jeden Fall wert gewesen. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.